Bei der Task in Upper und Lower Engines, wo man den Motor ausrichten muss, muss man die Aufgabe eigentlich oben und unten machen. Wenn man allerdings beim ersten Mal beim Ausrichten nochmal mit der linken Maustaste auf die Stelle drückt, wird die zweite Task automatisch fertiggestellt, ohne dass man in den anderen Engine-Raum laufen muss. Wo ihr schon mal hier seid, joint doch mal im Discord. So verpasst ihr nie was, wir können es dann zocken und eventuell seid ihr dann sogar in einem meiner Videos dabei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Hier ein Trick, den wahrscheinlich noch niemand von euch kennt. Stellt euch, wenn ihr auf Mira HQ spielt, in entweder Medbay oder Communications immer an die Wand. Wieso, fragt ihr euch? Ganz einfach. Wenn auf der anderen Seite ein Kill passiert, seht ihr Spritzer vom Kill und könnt anschließend schnell in Richtung Cafeteria laufen und schauen, wer den Kill begangen hat. Jetzt noch eine kleine Ergänzung für den vorherigen Trick. Für den Fall, dass ihr gerade in Medbay den Kill beobachtet habt, achtet auf die Schiebetür auf der rechten Seite. Wenn der Imposter dorthin durchgeht, könnt ihr diesen für einen ganz kleinen Augenblick sehen. Der Imposter wird nicht ahnen, dass ihr alles wisst und nun müsst ihr nur noch einen Notfall einberufen und euch dem Imposter entledigen. Wenn ihr Visual Tasks aus habt und jemand auf dem Scanner in Medbay steht, könnt ihr versuchen, euch zu scannen. Wenn dort steht, dass ihr warten müsst, könnt ihr sicher sein, dass der andere Spieler gerade die Task macht und nicht faked und ein Crewmate ist. Wenn ihr nur noch 6 Spieler seid und noch 2 Impostoren unter euch sind, müsst ihr einen Spieler rauswerfen. Wenn ihr bei 6 Spielern skippt oder einen Draw macht, haben die Impostoren gewonnen. Warum, fragst du dich? Ganz einfach. Sie können zum Beispiel Reaktor sabotieren, damit keiner einen Notfall einberufen kann und dann nur noch einen Double Kill machen, schon haben sie gewonnen und ihr eure kleine Chance, wenigstens einen Imposter zu kriegen, verloren. Niemand will seinen Imposter-Mate verlieren, da eine Runde alleine um einiges schwieriger zu gewinnen ist. Dennoch solltet ihr wissen, wann der Drops von eurem Kumpel gelutscht ist und ihn aufgeben müsst. Wenn ihr ihn verteidigt, obwohl er von anderen Spielern sicher gesehen wurde oder stark verdächtig ist, macht ihr euch im schlimmsten Fall selbst verdächtig. Wenn ihr Imposter seid und ein Buddy reported wird, fragt zuerst die anderen Spieler, wo sie sich aufgehalten und was sie gemacht haben. Dadurch verschwendet ihr die Zeit der Crewmates und könnt euch ein besseres Alibi bauen, da ihr wisst, was die anderen in der Zeit gemacht haben und wo sie waren. Ihr könnt euch an den Einstellungen die Hotkeys für die Tastatur einstellen. Dadurch habt ihr dann zum Beispiel auf Tab eure Map, auf Q den Kill-Button und auf R den Report-Button. Als Crewmate solltet ihr vermeiden, wenn das Spiel beginnt, an verlassene Orte wie zum Beispiel Electrical zu gehen. Wenn die Runde startet, hat der Imposter nur einen sehr kleinen Kill-Cooldown und er wird sich schnell jemanden suchen, den er abseits von den anderen töten kann. Also geht am Anfang lieber bei mehreren Spielern mit, damit ihr nicht der erste Tote seid und euch für den Rest des Spiels langweilt und macht die Aufgaben, die abseits von den anderen Spielern sind, lieber direkt nach einem Meeting, da dann der Kill-Cooldown frisch resettet wird. Falls ihr die Summon-Sess-Aufgabe im Reaktor macht und die Reihenfolge vergesst oder einfach mal schauen wollt, was um euch herum passiert, könnt ihr die Aufgabe einfach schließen und danach an der gleichen Stelle weitermachen. Bei der Müll-Rausschmeißen-Aufgabe könnt ihr Zeit sparen, indem ihr schnell, bevor die Blätter den Boden der Box berühren, den Hebel betätigt. Dadurch fallen die Blätter sofort komplett durch und müssen nicht nochmal Schwung aufnehmen. Übrigens haben bisher nur sehr, sehr wenige von euch abonniert, was ich echt schade finde. Also wenn euch mein Content gefällt, dann wäre es mega cool, wenn ihr mir eine Chance gebt und ein Abo für mich da lässt. Es würde mich echt sehr unterstützen und ich bin mir sicher, dass ihr es nicht bereuen werdet. Und falls doch, könnt ihr hinterher immer noch jederzeit deabonnieren. Da aktuell sehr viele von euch ohne die Taskbar spielen, beziehungsweise dass die Taskbar nur während der Meetings aktualisiert wird, solltet ihr die Spieler bei den Aufgaben beobachten und beurteilen, wie lange diese für ihre Aufgaben benötigen. Wenn ihr wisst, dass zum Beispiel der Download 9 Sekunden dauert, könnt ihr die Zeit in etwa abschätzen, ob dieser nun auch wirklich 9 Sekunden dort stehen bleibt. Wenn dieser nach 5 Sekunden schon geht, könnt ihr sicher sein, dass dieser ein Imposter ist und gerade die Aufgabe gefaked hat. Hier noch ein paar Aufgaben mit ihren ungefähren Zeiten. Wenn ihr die anderen Spieler über die Camps in Security beobachtet, macht es richtig und stellt euch so hin, dass ihr den Vent in Medbay sehen könnt. Nun, falls ein Spieler in Medbay hineingeht und von dort aus wendet, könnt ihr genau sagen, wer es war. Die gleiche Situation habt ihr, wenn jemand von dort aus herauswendet und oben bei Medbay rausläuft.
Wenn es zwei oder mehr Impostoren gibt, fragt man sich als Impostor oft, ob der andere auch schon einen Kill gemacht hat. Wenn ihr aufmerksam auf den Kill-Button achtet, könnt ihr daran sehen, ob jemand getötet wurde. Und zwar blinkt dieser kurz auf, wenn ein anderer Impostor jemanden erledigt hat. Hier ein Beispiel. Wenn ihr eure Systemeinstellungen auf den 1. April eines Jahres stellt, ist die Map spiegelverkehrt. Das ist dann sowohl für euch als auch für eure Freunde der Fall. Nun kann man auf einer ganz neuen Map spielen und hat etwas Abwechslung. Und nein, das soll auch kein schlechter Scherz sein. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich auch skeptisch, aber umso überraschter war ich, als es tatsächlich funktioniert hat. Ein Haustier dabei zu haben, kann als Crewmate einen großen Vorteil bringen. Wenn ihr mit eurem Haustier getötet werdet und ein anderer Toter reported wird oder ein Notfall einberufen wird, ist euer Körper weg und keiner weiß, wo er liegt. Allerdings bleibt euer Haustier an der Stelle liegen, an welcher ihr getötet wurdet. Aufmerksame Spieler werden das bemerken und im nächsten Meeting den anderen Spielern erzählen, wo ihr gestorben seid. Dadurch kann man den Killer doch noch finden. Wenn ihr einen Kill macht, sabotiert nicht immer sofort auf der anderen Seite etwas. Viele Spieler, die öfter mit euch spielen, kennen eure Taktik eventuell und laufen einfach zum Beispiel in Richtung Navigation, obwohl der Reaktor sabotiert wurde. Wenn ihr seht, dass die Camps an sind, stellt euch davor und bewegt euch ein wenig hin und her. Dadurch speichert der Beobachter euch auf jeden Fall ab und vergisst euch nicht, wie wenn ihr nur kurz durchs Bild rennt. Viele Tasks auf der Map Polos könnt ihr durch die Wand machen. Hier ein paar Beispiele. Wenn ihr von jemandem erwischt wurdet und wisst, dass ihr euch nicht rausreden könnt und es dennoch schafft, eine Runde weiterzukommen durch ein Draw oder sonstiges, versucht einfach schnell irgendjemanden zu töten, damit ihr eurem Kumpel eine bessere Chance geben könnt, das Spiel doch noch zu gewinnen. Dies funktioniert natürlich nur, wenn ihr mit zwei oder drei Impostoren spielt. Wenn ihr als Imposter die ganze Zeit mit jemandem zusammen herumlauft, kann es für euch einen extremen Vorteil bringen, da diese Person im besten Fall die Hand vor eure Unschuld ins Feuer legt. Das könnt ihr im späteren Spielverlauf zu eurem Vorteil nutzen und den Crewmates sozusagen zum dritten Imposter machen, obwohl ihr nur mit zwei Impostoren spielt, weil dieser euch die ganze Zeit decken wird. Als Imposter machen viele den Fehler, einen Crewmate zu töten, der von den anderen verdächtig wird. Lasst den Spieler auf jeden Fall leben, damit er verdächtig bleibt und ihr somit die anderen Spieler auf den Holzweg bringt und ihn eventuell sogar rauswarten könnt. Ihr solltet eurem Imposter-Kollegen niemals zu offensichtlich decken. Das könnte euch verdächtig machen, obwohl ihr gar nicht verdächtig seid. Um die Shields zu aktivieren, muss man gar nicht in die untere Ecke laufen. Man kann sich einfach an das Geländer stellen und sie von dort aus machen. Das ist außerdem sicherer, da man mitten im Raum steht. Ein Fehler, den ich bereits oft erlebt habe, ist, dass Spieler nicht voten. Ich kann gar nicht sagen, wie wichtig es ist, wenigstens irgendwas zu voten, denn ansonsten kann es schnell vorkommen, dass nur eine Person votet und jemand damit rausschmeißt und so jemand ungewollt rausgeworfen wird. Ein Fehler, den man schnell als Imposter macht, ist, dass man sagt, wo jemand langgelaufen ist, obwohl Lights aus waren. Wenn ihr Lights sabotiert und jemand fragt, was ihr gesehen habt, sagt am besten einfach, dass ihr nichts gesehen habt, weil es dunkel war. Wenn ihr mit euren Aufgaben fertig seid, könnt ihr euch in einen anderen Spieler reinstellen, sodass man euch kaum noch sieht. Wenn der Imposter dann kommt, um jemanden zu töten, wird man hundertprozentig sehen können, wer es war. Jede Download-Task in einem Raum gibt es nur maximal zweimal. Also zum Beispiel zweimal in Navigation, zweimal in Cafeteria und so weiter. Wenn ihr nun beobachtet, dass drei Spieler in einer Download-Task stehen, merkt euch diese, denn einer von ihnen hat den Download gefaked. Beim nächsten Meeting könnt ihr diese darauf ansprechen oder einfach zum Upload in Admin laufen und schauen, wer sich dort blicken lässt. Aber Achtung, erfahrene Spieler faken oft den Download und anschließend ebenfalls den Upload. Also passt dennoch auf die drei Spieler auf, denn einer von ihnen muss der Imposter sein. Ein sehr wichtiger Tipp für Impostoren ist es, niemals aufzugeben. Selbst wenn niemand weiß, dass du es bist, aus welchen Gründen auch immer, kann man sich oft dennoch rausreden oder wenigstens die anderen verunsichern, sodass diese vorerst lieber skippen. Ein sehr schönes Beispiel habe ich selbst als Gameplay gehabt. In diesem war es sicher, dass ich es bin und dennoch habe ich es geschafft, das Spiel gegen 5 Crewmates zu gewinnen. Ich verlinke die Runde unter dem Video und ihr könnt euch gerne anschauen, wie ich mich aus einer sicheren Niederlage herausrede. Manchmal hat man Trolls in seiner Runde, die einfach nur nerven und das Spiel sabotieren möchten. Doch niemand weiß, wie man diese Spieler los wird. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Im Voting-Menü kann man auf der rechten Seite auf dem Fußsymbol einen Spieler rausschmeißen. Dafür müsst ihr diesen nur auswählen und darauf warten, dass die anderen Spieler ihn auch rauswerfen wollen. Eine 500 IQ-Strategie ist folgende.
tötet jemanden in Electrical. Nun, anstatt wie normalerweise einfach oben durch den Vent zu verschwinden und durch Medbay zu entkommen, geht ihr vor die Tür. Nun schließt ihr diese und wartet auf einen Crewmate, mit dem ihr dann vor der geschlossenen Tür wartet. Sobald die verschlossene Tür aufgeht, geht ihr zusammen hinein und der andere Crewmate, der mit euch mitgegangen ist, wird niemals denken, dass ihr den Spieler dort getötet habt und dann so einen schlauen Schachzug macht. Ich würde euch auch empfehlen, diese Taktik am Anfang der Runde zu machen, wo noch viele Spieler drin sind, da wenn die Tür aufgeht, bevor ein anderer Spieler da ist, ihr kein Alibi habt. Dann würde ich allerdings schnell nach oben durchlaufen und im Vent verschwinden. Bei der Lenkrad-Stabilisieren-Aufgabe in Navigation braucht ihr einfach nur in die Mitte zu klicken und müsst das Fadenkreuz dort nicht extra hinziehen. Dadurch spart man sich wichtige Sekunden. Wenn man die Map bei Admin beobachtet und zwei Spieler in einem Raum stehen, kann man, wenn man Glück hat, einen Kill sehen. Wenn wie hier zum Beispiel in Cafeteria jemand getötet wird, wird für einen kurzen Moment nur ein Spieler angezeigt. Allerdings könnte es bei einem guten Timing auch einfach jemand sein, der aus dem Raum rein und wieder rausgeht. Also geht man am besten noch nach einer Leiche schauen, bevor man jemand Falsches rauswirft. Wenn man mit Freunden spielt, kann man oft einschätzen, wer das Big Brain unter euch ist. Tötet diesen Spieler zuerst, damit sie euch nicht in Schwierigkeiten bringen können. Wenn jemand Light sabotiert, könnt ihr trotzdem noch die Kameras normal benutzen und jemanden bei einem Kill erwischen. Es gibt wieder einen Card-Swipe-Trick. Und zwar müsst ihr bei diesem die Karte ein Stück langsam ziehen und dann einfach schnell zum Ende ziehen. Für den anderen Trick, den ich persönlich auch leichter finde, könnt ihr euch mein erstes Tipps und Tricks Video anschauen, welches ich unter dem Video verlinke. Um den Imposter beim Wenden zu erwischen, kann man sich in einem Nebenraum von einem Vent platzieren. Zum Beispiel in Storage, um in Admin reinzuschauen oder in Camps, um Medbay zu beobachten. Man sieht, wenn der Vent auf oder zugeht. Wenn man in Camp steht und den Vent bei Medbay sieht, kann man auch schnell in die Kamera über Medbay schauen, um zu sehen, wer da rausläuft und man kann sich sicher sein, wer der Imposter ist. Als Imposter habt ihr normalerweise ein deutlich höheres Sichtfeld als die anderen Spieler. Das könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen. Wenn also ein Spieler in eurem, aber nicht im Sichtfeld der anderen Crewmates ist, könnt ihr diesen beruhigt töten. Wenn ihr jemanden dabei beobachtet, wie eine Taskmacht, die nur aus einem Teil besteht, wie zum Beispiel der Card-Swipe, könnt ihr oben links auf dem Taskbalken achten, ob dieser hochgeht oder nicht. Falls nicht, könnt ihr sicher sein, dass dieser die Task gefaked hat und ihn über den Emergency-Button reporten. Ein letztes kleines Detail, worauf man achten kann, ist, in welche Richtung der Spieler schaut, wenn er aus Medbay rausläuft. Wenn der Spieler eine Task gemacht hat, wird dieser wahrscheinlich nach links schauen beim Rausgehen, da er, um in die Richtung zum Ausgang zu kommen, vorher nach links laufen musste. Wenn der Spieler allerdings nach rechts schaut, besteht die Chance, dass dieser aus dem Vent gekommen ist und von da aus erstmal nach rechts in Richtung Ausgang gehen musste. Auf der Map Mira HQ gibt es eine kleine Stelle im ersten Gang, wo man euren Namen nicht sehen kann. Diesen Trick könnt ihr dazu nutzen, euch ineinander zu stellen, um den Imposter zu entlarven. Dadurch, dass eure Namen nicht sichtbar sind, wird er nur einen Spieler von euch erkennen. Der andere kann nun einfach reporten und den anderen Spieler erklären, was passiert ist. Als Crewmate ist es schlau, sich die visuellen Tasks, wie zum Beispiel den Scan in Medbay, für später aufzuheben, um im Notfall eure Unschuld vor den anderen beweisen zu können. Ein kleiner Tipp, den einige Spieler ebenfalls nicht kennen, ist, dass man einen toten Körper auch durchs einfache Draufklicken reporten kann. Für diejenigen unter euch, die sehr viel mit der Maus machen und weniger mit der Tastatur, kann dieser Tipp vielleicht auch hilfreich sein. Auf der Map Mira HQ weiß man nie, wie lange die Türen in der Decontamination-Schleuse noch geschlossen bleiben. Gerade als Imposter ist es dann manchmal schwer zu beurteilen, ob man noch jemanden töten sollte oder nicht. Da können die Lichter am Boden Abhilfe schaffen. Wenn man die Türen schließt, gehen die Lichter am Boden erst nacheinander aus. Anschließend gehen sie langsam wieder an und sobald alle 8 Lichter wieder leuchten, wird die Tür geöffnet. Nun könnt ihr immer die Zeit abschätzen, die ihr noch in der Schleuse habt. Diese Task im Reaktor ist lediglich ein Dummy und kann nicht gemacht werden. Also wenn jemand dabei sieht, wie er sich dahin stellt, faked er die Task zu 100% und ihr könnt sicher sein, dass er der Imposter ist. Um ein wenig Zeit zu gewinnen, könnt ihr als Imposter die Knöpfe bei Lights einfach die ganze Zeit wieder ausmachen. Die schreienden Crewmates bei einem Meeting danach sind ebenfalls unbezahlbar. Probiert das einfach mal aus. Wenn das Game startet, könnt ihr auf den Ladescreen klicken, damit dieser schneller weggeht. Dadurch startet ihr ein wenig früher ein Spiel als die anderen und könnt euch in Position bringen, ohne dass die anderen euch dabei sehen. Wenn ihr mehrere Impostoren seid und ihr bereits rausgebotet wurdet, zügelt eure Sabotagen. Der noch lebende Imposter brütet vielleicht gerade einen teuflischen Plan aus und ihr könnt ihm dann in die Quere kommen. Es ist immer schwierig einzuschätzen, ob man nun was machen soll oder nicht, aber vertraut da am besten auf euer Bauchgefühl. Einige Spieler behaupten, dass man den Imposter an dem Pad, welches er dabei hat, erkennen kann.
und zwar während er die Task macht. Das Haustier soll sich ein wenig bewegen, sobald man mit einer Aufgabe anfängt. Ich habe das getestet und kann euch bestätigen, dass es wirklich so ist. Das Haustier kommt ein wenig zu euch gelaufen, sobald ihr mit einer Aufgabe beginnt. Allerdings ist dies nur für euch und nicht für die anderen Spieler sichtbar, also könnt ihr daran leider keinen Imposter erkennen. Dennoch ist es ein lustiges Easter Egg. Oftmals ist es schwer, die Bewegungen am Bildschirm nachzuverfolgen. Man kommt schnell durcheinander, da es sehr unübersichtlich ist und zwischendurch sehr viele Meldungen reinkommen. Einfacher ist es, sich in die Mitte der Gänge zu stellen. Von dort aus könnt ihr beobachten, welcher Spieler in welche Richtung läuft. Wenn dann einer nicht wiederkommt oder hinterher irgendwo eine Leiche liegt, könnt ihr schlussfolgern, welcher Spieler der Imposter sein müsste. Wenn man mit vier Leuten unterwegs ist, macht es Sinn, die R, also die Report-Taste, dauerhaft zu spammen. Da, falls ein Double Kill geplant wird, ihr diesen vorbeugen könnt und den ersten Toten reporten könnt, bevor auch ihr sterbt. Viele von euch haben Probleme bei dieser Task in Electrical. Oft verpasst man den richtigen Zeitpunkt und muss von neu starten und sitzt somit sehr lange an der Aufgabe. Dafür habe ich eine kleine Hilfe für euch, mit der ihr demnächst nicht mehr scheitern werdet, sondern es immerhin bekommt. Und zwar müsst ihr, wenn ihr die Task beginnt, einfach ein wenig abwarten. Nun werdet ihr merken, dass sich die Drehung mit der Zeit verlangsamt und es wird einfacher für euch, den Knopf im richtigen Moment zu drücken. Dies müsst ihr natürlich nach jedem Knopf erneut machen. Stellt euch den Worst Case vor. Ihr ventet oder tötet jemanden und merkt anschließend, dass die Cams an waren. Schließt ihr sofort die Türen in Cams, denn der Crewmate wird sofort einen Notfall einberufen wollen. Nun ist der Spieler 10 Sekunden lang in einem Raum gefangen und ihr habt genug Zeit, um dorthin zu laufen. Nun müsst ihr ihn nur noch töten und seid nochmal knapp davon gekommen. Jetzt eine schlaue Strategie, wie ihr 3 Spieler mit einem Killdruss werdet. Wenn euer Kill-Cooldown bereit ist und ihr 3 Spieler in einem Raum mit einem Vent seht, könnt ihr folgenden Trick benutzen. Geht dazu in einen Raum, mit welchem der Vent aus dem Raum, wo die Spieler sind, verbunden ist und macht das Licht aus. Nun wendet ihr in den Raum hinein, in diesem Beispiel Weapons, und tötet einen der 3 Spieler. Anschließend wendet ihr zurück und sobald nun das Licht angeht, werden die beiden übrig gebliebenen Spieler sich gegenseitig für den Kill beschuldigen. Nun werden diese beiden Spieler wahrscheinlich nacheinander rausgevotet und ihr habt mit einem schlauen Kill gleich 3 Spieler eliminiert. Wenn ihr einen Spieler auf einem Vent stehen oder vor den Camps seht und eine Sabotage ausgeführt wird, könnt ihr sicher sein, dass diese die nicht gestartet hat. Wieso, fragt ihr euch? Ganz einfach, der Sabotage-Button unten rechts wird durch den Cam bzw. den Vent-Button ausgetauscht, wenn man nah an einem von beiden dran steht. Der Kill-Cooldown läuft nicht ab, wenn man in einem Vent sitzt oder zum Beispiel gerade in Cam schaut. Eine gute Strategie als Imposter ist es, nach einem Kill in einen Nachbarraum zu gehen. Nun wartet ihr, bis ein anderer Spieler in die Richtung läuft und schließt euch diesem an. Dieser wird euch im besten Fall nun decken und sagen, dass ihr mit ihm dorthin gelaufen seid und es nicht gewesen sein könnt. Oft kann man den Imposter daran erkennen, wie viel oder wie wenig er redet. Impostoren neigen dazu, ihre Sprachmenge radikal zu ändern. So sprechen Spieler, die normalerweise den Mund nicht halten können, oft kaum noch ein Wort und schweigen. Oder jemand, der immer sehr ruhig ist, fängt plötzlich an, über die ganze Runde zu erzählen. Das könnt ihr dann zu eurem Vorteil machen und diesen Spieler im Auge behalten. Wenn man die Schilder in Shields aktivieren muss, gibt es einen kleinen Trick, durch den ihr noch schneller als ohnehin seid. Ihr müsst einfach die verschiedenen Hexagons anklicken und dann aktiviert ihr bis zu 3 Felder gleichzeitig. Das kann euch wertvolle Zeit verschaffen. Wir bleiben auf Mira HQ. Und zwar gehen wir diesmal oben durch die Schleuse zwischen Labs und Reaktor. Hier gibt es nur in eine Richtung durchsichtige Spiegel. Wenn ihr in der Mitte vom Gang steht, könnt ihr sowohl in Labs sowie in den Reaktor reinschauen. Wenn ihr allerdings nur in einen von beiden Räumen hineingeht, könnt ihr nicht mehr durch diese Wand durchschauen. Gerade ein Imposter sollte das für das nächste Mal im Gedächtnis behalten, wenn er in Labs oder im Reaktor einen Kill machen will und heimlich aus dem Gang beobachtet wird. Ein Fehler, den ich bereits oft in Spielen gesehen habe, ist, dass Impostoren die Person töten, die einen deckt bzw. einem vertrauen. Dadurch verliert man ein wichtiges Mitglied, welches einen verteidigt. Man sollte lieber versuchen, jemanden zu töten, der einem misstraut, um mehr Leute um sich zu sammeln, die nicht für einen voten würden. Als Imposter kann man die Map beobachten, um zu schauen, wo sich Spieler aufhalten. Wenn man dann zum Beispiel sieht, dass in Storage die ganze Runde keine war, kann man sich so das perfekte Alibi bauen und sagen, dass man die ganze Runde dort war. Wenn ihr jemanden am Anfang der Runde dabei beobachtet, wie er im Admin den Upload macht, dann könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass dieser die faked
da ihr zuerst auf jeden Fall einen Upload in einem der anderen Räume machen müsst. Versucht niemals etwas zu sabotieren, wenn ihr auf einem Vent steht. Mir ist auch schon oft passiert, dass ich sabotieren wollte und auf einem Vent stand und dann vor allen anderen Spielern dort reingesprungen ist. Wenn ihr einen Tipp habt, wie man sich da noch rausreden kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Als Imposter solltet ihr darauf achten, dass ihr keine Kommentars wie zum Beispiel den Cardswipe faked. Eine Kommentars hat entweder jeder Spieler oder keiner. Wenn also die Task gar nicht im Spiel ist und ihr diese faked, wird dies ein aufmerksamer Spieler sofort merken und euch rausworten lassen. Wenn nur noch 7 Spieler am Leben sind, solltet ihr niemals jemanden kicken, auch wenn ihr euch ziemlich sicher seid, dass ihr den richtigen rausschmeißt. Denn wenn es der falsche sein sollte, hat man das Spiel sehr sicher verloren, weil die Impostoren nur noch ein Double Kill machen müssen und somit das Spiel gewinnen. Einige von euch haben das Problem, dass sie die Planeten im Teleskop auf Polus nicht finden. Allerdings könnt ihr ganz einfach auf den Ton achten. Je näher ihr dem gesuchten Objekt kommt, desto schneller wird das Piepen. Im Gegensatz wird es allerdings auch langsamer, wenn ihr euch entfernt. Für den Fall, dass ihr gar nicht mehr klarkommt und den Planeten einfach nicht findet, könnt ihr die Aufgabe einfach einmal schließen und neu öffnen. Diesmal habt ihr einen komplett neuen Planeten, den ihr suchen müsst und dann auch wahrscheinlich schneller findet. Ein letzter kleiner Tipp, den ich für euch in diesem Video habe, ist, dass man im Modus Freeplay die Maps und die Aufgaben lernen kann. Ich habe bereits oft erlebt, dass neuere Spieler sich mit den Maps und den dazugehörigen Aufgaben schwer tun. So kann man dem vorbeugen und weiß, wo die Tasks sind. Wenn jemand sehr früh in einer Runde sich zu den Sicherungsaufgaben hinstellt, faked dieser auf jeden Fall. Man muss nämlich vorher immer in Electrical rein und den Regler verschieben, bevor man die Sicherung reinstecken kann. Außerdem, wenn ihr die Tasks machen müsst, könnt ihr sehen, wo ihr als nächstes hin müsst, da kleine Schilder an den einzelnen Reglern hängen.